Hi, willkommen zu einer neuen Folge Resident Evil 2 Remake. So, es bebt und brodelt in der Kanalisation. Brodelt ist nicht das Richtige. Irgendwas Großes lebt hier. Und wir müssen in sein Revier. Ich dachte schon, der kommt jetzt gleich auf uns zugeschossen, aber scheinbar noch nicht. Mehr Munition. Oh, die paar Schuss. Das waren jetzt, wie viel? 5 Schuss oder so. Wie gemein. Das Spiel passt übrigens... Oh, oh. Schon wieder? Es ist nicht zu spät, umzukehren, Leon. Keine Chance. Du hast mich bis zum Schluss am Hals. Das Spiel passt übrigens seinen Schwierigkeitsgrad ein bisschen an. Also, man findet immer gerade so viel Loot, wie man braucht, damit man weiterkommt. Man kann nie super viel Munition haben, aber auch nie nix. Das Spiel gibt einem immer gerade genug. Oder eigentlich immer ein bisschen zu wenig. Ah. Ah. Bist du sicher, das ist der richtige Weg? Leider ja. Warte da. Der T-Rex. Ach du Scheiße. Gar nicht so, so falsch. Geh raus da. Verdammte Scheiße! Ja, ist ja auch im Wasser wahrscheinlich, aber ich würde mir eher um das Krokodil Sorgen machen, den Alligator. Ah, fast wie im Original. Oh, habe ich gerade mit dem Magnum geschossen? Ich glaube schon. Das ist jetzt natürlich ärgerlich. Übergroßer Mistkerl. Das ist natürlich ärgerlich, dass ich die Magnum ausgerüstet hatte, aber der eine Schuss wird uns schon nicht. Der wird uns beim Boss schon am Schluss schon nicht fehlen. So wie ich mich kenne, habe ich am Schluss irgendwie 50 Schuss Magnum übrig, weil ich sie nie benutzt habe. So, nun? Leon, hier oben. Was zur Hölle war? Komm einfach hoch. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Du hast mich nicht gewarnt. Das Virus verwandelt Menschen in Monster, nicht Reptilien. Guter Punkt. Bin nur beeindruckt, dass du noch in einem Stück bist. Und Hunde haben wir auch schon. Also ich meine, ne? Also so überrascht solltest du jetzt nicht sein. Und Licker? Na gut, das sind Menschen. Touché. Aber kannst du dir da sicher sein, Leon? Eben. Ich glaube auch nicht. Nur, dass ich das richtig verstehe. Umbrella verkauft Monster wie das da an... wen? Unser Militär? Jemand anderes? Sie verkaufen keine Monster. Sie verkaufen Viren, die Monster machen. Das stimmt übrigens nicht ganz. Und macht die Viren. So fürchterlich der Alligator auch war, Annette ist viel gefährlicher. Das stimmt übrigens nicht ganz. In älteren Resident Evils kommt es oft vor, dass die sehr wohl verkauft wurden. Gerade die Hunter sind sehr beliebtes Exportgut. Aber vielleicht weiß das Ada Wong hier einfach nicht. Oder sie will Leon hier nicht die Wahrheit sagen. Beziehungsweise zu dem Zeitpunkt von Resident Evil 2 sind die, glaube ich, tatsächlich noch nicht so im Markt. Da ist die Forschung noch im Vordergrund. Ich weiß nicht, ob die da überhaupt schon Deals gemacht haben. Könnte ich jetzt gar nicht genau sagen. Identifizieren Sie sich. Annette Birkin. Ist das die Gesuchte? Kaum noch Zeit. Muss entsorgt werden. Wir wollen das G-Virus. Das kriegen Sie nicht. Ich warne Sie, Doktor. Ach ja? Hey! Stopp! Hey da! Sie kriegen das G-Virus nie! Hätte ich doch nur... Wie überraschend für eine Forscherin. Eine kugelsichere Weste an. Moment mal.
Kümmere dich nicht um mich. Geh. Schnapp sie, bevor sie verschwindet. So, und jetzt, in der letzten Folge habe ich schon gesagt, sie sollte eigentlich einen Mantel tragen. Jetzt zieht sie den eigentlich aus, damit sie Leon damit zudeckt. Mehr oder weniger. Ist halt ein kleiner Mantel. Direkt vor der Einrichtung. Und verfolge Annette. Wenn sie es nicht hat, muss es im Nest sein. Sobald ich es habe, lasse ich mich hier rausholen. So. Laufen Sie ruhig, Annette. Sie entkommen mir nicht. Ada Wong-Zeit. Der EMF Visualizer. Okay, das. Zeit für die Spezialwaffe. Die Passage ist jetzt im Grunde so ein bisschen wie in Revelations, wenn man so will. Ein Scanner, mit dem man Sachen scannt. Nur, dass man hier vor allem keine Forschungsdaten sammelt, sondern Stromkreise herstellt und so weiter. Eine kleine Rätselmechanik, die hier eingebaut wurde zur Abwechslung. Nichts leichter als das. Aber das war gerade saugefährlich. Die Dinger sind direkt an mir vorbeigeflogen. Riesenkakerlaken stürmen oder schneien. Hä? Was? Und höpp. Oh oh. Na komm, fall doch um. Na toll. So viel dazu. Ganze Munition für den ersten Zombie verschwendet. Ich dachte mir, es wäre eine gute Idee, erstmal sein Bein zu nehmen. Dann sind sie zumindest nicht mehr so gefährlich und man kann schön Kopftreffer treffen, aber naja. September-Inspektion, erste Woche. Ich habe zwar bereits letzte Woche darum gebeten, aber wir brauchen unbedingt ein Ersatz-ID-Armband, damit wir in bestimmte Bereiche der Haupteinrichtung können. Anders gesagt, wir können nicht dorthin, wo wir hin müssen, um unsere Arbeit zu erledigen. Also sagt bitte nicht, dass wir hier eine ruhige Kugel schieben. Das heißt, ich komme wahrscheinlich auch nicht dahin, wo ich hin muss. Na gut, Zombie, ich lasse dich dann mal hier so rumliegen, weil ich weiß jetzt auch nicht. Den Schrank kann man auch nicht plündern, das ist kein Plünderschrank. Naja. Dankeschön, sehr nett. Bluah. Wer bluht denn da schon wieder so durch die Gegend? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, aber ich habe das Gefühl, es spart Munition und macht die Zombies einigermaßen ungefährlich. Aber wie gesagt, das ist nur vielleicht Wunschdenken oder... ja. So, wenn ich hier lang muss, gehe ich aber erstmal hier lang. Achso, warte mal, hier muss ich auch lang. Hä? Wie denn jetzt? Wo denn jetzt? Ah! Jetzt gehe ich aber wirklich da lang nochmal. Ich hoffe, dass hier irgendwo Munition versteckt ist, deswegen mache ich das. Ah, und hier ist wirklich Munition versteckt. Gott sei Dank. Und eine Blendgranate. Doofbatzen.
Okay, cool. Das hat doch gut funktioniert jetzt. Annette! Jetzt habe ich sie. Jetzt habe ich sie, Frau Annette. Das ist nicht gut von Ihnen. Gut im Weglaufen, Annette. Das muss ich Ihnen lassen. Ich glaube, ich habe irgendwas ausgemacht. Oder? Weiß ich jetzt auch nicht. Hartnäckiger Mistgirl, was? Oh, ich höre ihn schon. Mr. X ist wieder am Start. Juhu. Schnell! Ich will gar nicht hinschauen. Ich kann gar nicht hinschauen. Das war schon sehr knapp jetzt. Wo ist denn hier der Schalter? Verdammt schnell. Oh, ouch. Backstep. Nein. Hey. Hallo. Mein Herr. Was tun Sie denn? Oh, die hat keine Heilung. Oh, shit. Die hat keine Heilung. Oh, shit. Zwei so Mr. X-Treffer tun natürlich schon weh. Na komm schon. Oh, oh, jetzt sind wir tot. Jetzt sind wir tot. Jetzt sind wir tot. Nein, noch leben wir. Shit, das waren gerade zwei unnötige Treffer. Die hätte ich mir lieber gespart, wenn ich gewesen wäre. Aber leider war ich nicht ich. Moment, was? Ah, speichern. Na immerhin, können wir halbtot speichern. Katsching. Jetzt stell dich nicht so an. Jammer hier nicht rum, Frau Wong. Ups, zu weit. Na, ich komme nicht zum Schalter. Okay, geschafft. September-Inspektion, zweite Woche. Mit dem frisch eingetroffenen neuen Armband können wir endlich mit unserer Inspektion des Abrissgeländes beginnen. Was den Bericht von neulich über den Verbrennungsofen angeht, so ist alles in Ordnung. Wahrscheinlich ist es nur Sperrmüll. Was? Ich werde nach Abschluss dieses Berichtes mal einen Blick darauf werfen. Okay. ID-Armband. Dankeschön. Natürlich ist das eine Falle. Bravo. Verbrennen Sie mich jetzt lebendig. Sie kriegen Genie in Ihre Drecksfinger. Bin nicht als Einzige dahinterher. Das wissen Sie. Dann sterben Sie nicht allein. Okay, warum kann ich die jetzt nicht zum Beispiel... Ach so, ich muss hier... ich verstehe schon. Wartet mal. Okay, da geht's los. Ich glaube, dass das auch schon extrem unangenehm bis tödlich wäre, wenn man hier auf diesen leichten, kleinen Flammen steht. Ich glaube, das ist schon mehr als genug tödlich und schmerzhaft. Aber nicht für Ada Wong. Die hat feuerfeste Nylon-Strumpfhosen an. Jeder weiß, dass Nylon das feuerfesteste Material ever ist.
Das Miststück weiß, was sie tut. Aber nicht nett. Besucherrechte bestätigt. Ihre ID ist gültig bis 1. Oktober. Bis 1. Oktober. Bitte bis zu diesem Datum zurückgeben. Könnt ihr vergessen. Sackgasse. Okay. Dachte, vielleicht liegt da was. Na, wenn schon eine Sackgasse, dachte ich mir. Aber gut. Wohl nicht. Immer diese Geheimagentin, die mit Stöckelschuhen in totale Kampfgebiete gehen. Das ist so bescheuert. Schluss mit dem Katz-und-Maus-Spiel. Das Spiel ist aus. Verloren. Sagen Sie mir, ist Ihr Mann noch am Leben? Oder ist er eliminiert? Und Sie ernten die Lorbeeren für G. Interessante Theorie. Wenn Sie nicht kooperieren, hole ich eine Probe vom Nest. Nur über meine Leiche. Kann man nur hoffen, dass man auf alten Windeln landet und nicht auf... Ah ja, genau, Metall, wollte ich gerade sagen. Wo ist Leon, wenn ich ihn brauche? Wenn ihre feuerfesten Strumpfhosen doch nur metallfest wären, stichfest. Aber ich schätze, man kann nicht alles haben. Da muss man sich entscheiden. Wahrscheinlich vor jedem Einsatz... Willst du feuerfeste, schussfeste oder stichfeste Strumpfhosen? Ada. Ada. So, dann machen wir jetzt hier mal Schluss für heute und morgen machen wir dann genau hier weiter. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.